Auf der chirurgischen Station der Klinik am Südring ist Schwester Nancy mit der Medikamentenvergabe beschäftigt, als eine Besucherin ankommt, deren Schwester einen Autounfall hatte. Hallo? Entschuldigung. Ja. Ich bin Sophie Schlick, ich suche meine Schwester. Schwester Nancy. Wer ist Ihre Schwester? Die Frau Ethers. Frau Ethers, ja. Die haben wir gerade aufgenommen, da wollte ich sowieso gerade hin, da können Sie gerade mitkommen. Die ist hier vorne in der 114. Die Frau Ethers, Frau Müller. Ja, die ist auf Toilette. Können Sie nicht drauf? Bläschen. Ach, hat ein schwaches Bläschen. Ja. Das müssen Sie einhalten. Ach, Frau Ethers, geht's Ihnen gut? Ah, es geht schon. Danke. Geht? Dann dürfen Sie sich einmal wieder aufs Bett setzen, ja? Was hast du denn gemacht, Mensch? Ich hatte einen Autounfall. Aber okay, nehmen Sie einmal Platz, bitte. Mensch, und auf Toilette ist immer noch die Blasenentzündung, ja, oder? Ich weiß. Ich will nicht, dass das jemand mitbekommt. Du weißt eh, wie schwer ich es als Frau hab in meinem Job. Was hast du denn da gemacht? Mein Gott, wie kann dir sowas passieren? Du bist doch die Beste. Frag mich nicht. Du fährst so super Auto, ich kann das nicht verstehen. Es war mein erster Autounfall, keine Ahnung, aber das... Sind Sie Fahrlehrerin, oder? Ich bin Fahrlehrerin, okay. Und das wäre total peinlich, wenn das die anderen Fahrlehrer mitbekommen. Ich bin dafür bekannt, dass ich eine super Fahrlehrerin bin und... ich werde eh schon immer belächelt, weil ich eine Frau bin. Okay. Ich bin die einzige Frau. Haben Sie das denn schon untersucht? Wurde das schon? Das wurde schon abgetastet und auch geröntgt wurde das auch schon, ne? Mit deiner Blasenentzündung? Nee, genau. Da bringe ich Sie jetzt gleich zur Untersuchung, zum Urologen. Ja. Ich würde Sie aber gerne im Stuhl fahren, ne? Wir sind ja zur Beobachtung hier, wegen auch einem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Da müssen wir ein bisschen Ruhe einhalten. Ich hole gerade einen Stuhl, dann fahre ich Sie rüber, ja? Die Fahrlehrerin hat sich bei dem Unfall auf dem Weg zu einer Fahrstunde nur leicht verletzt. Doch noch kann niemand wissen, welch schwere Erkrankung die Urologie aufdecken wird. Wo ist denn der Abdruck vom Gurt? Lass mich, du musst doch hier... Nee, das tut, wie kann weh. Das denn? Das tut mir bisschen weh. Vorsichtig, ne? Das ist auch so, tut dir ein bisschen weh. Du hast doch gar keinen Abdruck. Hast du dich nicht angeschnallt? Hör doch mal bitte auf, es ist alles unangenehm genug. Waren Sie denn angegurtet? Okay, dann fahren wir einmal rüber, ne? Mensch. Warum hast du dich denn nicht angeschnallt? Du musst doch einen Abdruck da haben. Waren Sie angewurtet beim Fahren? Nein, war ich nicht. Na, warum doch? Du weißt doch, dein Job, Mensch. Du kannst deinen Job verlieren. Ich weiß. Deswegen wäre es schön, wenn wir nicht weiter drüber reden. Die wahre Ursache für Frau Ethers Autounfall hat sich erst im Nachhinein rausgestellt. Und das hat uns wirklich sehr überrascht. Zumal damit auch eine lebensverändernde Diagnose verbunden war. Was führt Sie denn zu uns? Ich habe, glaube ich, jetzt seit 2 Wochen eine Blasenentzündung und habe erst von meinem Arzt ein Antibiotikum bekommen. Das hat aber nicht geholfen. Das war so ein Einmal-Antibiotikum. Dann hat meine Gynäkologin mir so ein Breitband-Antibiotikum gegeben. Das musste ich eine ganze Woche nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass es dadurch einfach noch schlimmer geworden ist. Die Blasenentzündung an sich ist... Es tut so weh und ich trinke so wenig, aber ich muss ständig auf Toilette. Ich gehe an manchen Tagen, ich glaube, 60 Mal aufs Klo. Ich kann nicht mehr schlafen. Ja, 60 Mal, das ist halt ein enormer Leidensdruck, den auch die wahrscheinlich das haben. Nee, vor allem, also es kommt ja auch nichts raus. Ich trinke nichts, es kommen 3 Tropfen. Und Schmerzen? Es brennt und ich habe immer das Gefühl, ich muss aufs Klo. Und das ist total bescheuert, weil ich bin Fahrlehrerin. Ich kann nicht alle 5 Minuten aus dem Auto aussteigen, wenn ich Fahrschüler habe. Wir müssen auf jeden Fall ein Labor machen von Ihrem Urin. Ja, perfekt. Würden Sie es denn schaffen, jetzt spontan Urin zu lassen? Oder? Ich muss sowieso schon wieder, ja. Perfekt. Ja? Aber dann okay, wissen Sie, wie wir das machen. Super. Frau Ethers, Sie nehmen einen Urinproben mit und versuchen einfach so viel, wie es geht, da reinzumachen. Und dann gucken Sie wir weiter. Sie können auch ruhig darin sitzen bleiben. Ich begleite Sie eben. Gehst du mit? Nicht, dass Sie mir noch umkippen. Perfekt. Oder so. Warte, ich mach die Tür auf. Hilft uns allen nicht. Ne? Super. Dann kommen wir gleich sofort wieder. Okay, okay? Mach's gut. Bis gleich. So. Okay. Dann gehen wir einmal hier um die Ecke rum. 60 Mal. Ja, also ich weiß auch nicht. Sie kann auch nicht mehr schlafen, sagt ständig, dass sie immer wieder wach wird. Sie hat Angst, sie kriegt richtig Panik und sie ist Fahrlehrerin. Ja, das ist krass. Und dann auch noch der Unfall. Sie war nicht angeschnallt und... Wissen Sie irgendwas über den Unfall? Ich habe das Gefühl, sie wollte auch gerade nicht mit mir darüber reden. Nein, ich habe gerade versucht, mit ihr zu reden, weil ich habe auch nicht gesehen, dass sie Anschnallmerkmale hatte. Irgendwie ein Gurt oder irgendwas. Also ich habe schon Prellungen gesehen, aber ich werde mir den Oberkörper gleich auch noch mal angucken. Ja, aber wie gesagt, sie hat... Sie schläft nicht, sie ist total unruhig. Die Patientin hat auf mich einen sehr aufgebrachten und nervösen Eindruck gemacht, aber auch einen sehr geschwächten. Sie hat einen Autounfall erlitten, weshalb sie auch hier in der Klinik am Südring ist. Sie hat mir berichtet, dass sie bis zu 60 Mal am Tag auf Toilette gehen müsse. Und das nagt natürlich auch an der Psyche. Und deswegen habe ich einen Ultraschall veranlasst.
Ihre Blasenwand ist ein wenig verdickt, okay? Das heißt erstmal nichts. Bakterien können wir nicht darstellen im Ultraschall. Das ist ja gut, dass wir das Labor mit dem Urin haben. Ich war sehr konzentriert, das schon. Aber das liegt aber auch daran, dass Sie nicht viel getrunken haben. Genau. Ich würde Ihnen wirklich ans Herz legen, trotzdem wirklich viel zu trinken. Denn bei jeder Blasenentzündung befinden sich Bakterien in der Blase. Wenn Sie viel trinken, besonders Cranberry-Produkte, spülen Sie diese Sachen aus, okay? Ich würde Sie bitten, ich würde auf jeden Fall später noch mal eine Blasenspiegelung veranlassen. Aber das geht jetzt nicht. Es erfolgt unter Betäubung. Aber das sind alle Sachen, da muss ich gleich mich noch mal beraten, muss gleich mal drüber nachdenken. Das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ist, dass die Blasenwand verdickt ist. Das kann viel bedeuten. Das kann halt Tumor bedeuten. Das kann, machen Sie sich keine Sorge. Viele Tumore sind nicht maligne, also böse. Und es kann auch nur ein Tumor bedeuten. Es kann auch eigentlich ein entzündlicher Vorgang bedeuten. Für die 39-Jährige ist allein dieser Verdacht ein Schock. Doch wie ihre Blasenerkrankung mit dem selbstverschuldeten Autounfall zusammenhängt, ist nach wie vor unklar. Ich habe die Ergebnisse des Ultraschalls mit meinen Kollegen durchgesprochen. Und die Verdickung ihrer Harnblase könnte, wie ich schon vermutet habe, wirklich auf tumoröse oder entzündliche Vorgänge schließen. Und was heißt das? Das heißt, dass ich für heute schon eine Blasenspiegelung angemeldet habe. Klingt enorm schlimm, aber ich werde das mit Ihnen machen und ich werde mir sehr viel Mühe geben, dass es reibungslos passiert. Aber es wird ein bisschen wehtun, auf jeden Fall. Wie lange muss ich jetzt hier bleiben? Kann ich nichts zu sagen. Heute auf jeden Fall, morgen auch auf jeden Fall. Und dann schauen wir weiter. Sie haben doch irgendwas von Tumor vorhin gesagt. Mhm. Da gucken Sie jetzt nach, ob da... Das wird bei der Blasenspiegelung passieren. Dann nehme ich Biopsien. Also ich werde aus jedem Blasenareal, die Blase müssen Sie sich vorstellen, wie ein Fußball von innen oder ein Handball eher. Und aus jedem Blasenareal werde ich Sachen rausnehmen. Und das geht in die Pathologie. Und dann kann ich eine vernünftige Aussage treffen. Erst anhand der Gewebeproben kann mit Sicherheit festgestellt werden, ob das Geschwür bösartig ist. Einige Stunden später führt Mike Arendt den Eingriff durch. Ich würde bei Ihnen die Blasenspiegelung durchführen. Ich habe Ihnen ja auch schon erklärt, dass das ein bisschen unangenehm ist, aber deswegen haben wir zum Glück unsere Lidocainsalbe. Wir haben auch die Ergebnisse, die Blut- und Urinergebnisse bekommen. Und es wurden keine wirklichen Bakterien nachgewiesen. Und deswegen handelt es sich nicht um eine normale Blasenentzündung. Was es genau ist, ist es natürlich gerade unklar, ne? Aber ich bild mir das doch nicht ein, Alter. Ich gehe 60 Mal am Tag aufs Klo und das brennt. Und da kommt doch immer was raus. Zwar nicht viel, aber ich habe immer diesen Druck. Also ich glaube Ihnen wirklich, dass Sie sich da nicht einbilden. Also ich sehe ja den Leidensdruck und ich möchte Ihnen auf jeden Fall sagen, ich bin bei Ihnen. Und deswegen machen wir die Blasenspiegelung jetzt. Es ist nicht ein psychisches Problem. Bei einer Blasenspiegelung schiebt man eine Kamera durch die Harnröhre in die Harnblase, um mögliche Veränderungen darstellen zu können. Das alles passiert mit Lidocaincreme, also unter Betäubung. Unter anderem nimmt man innerhalb einer Blasenspiegelung auch kleine Biopsien ab, die dann in die Pathologie geschickt werden, um auf Nummer sicher gehen zu können. So, ich habe die Bilder übertragen. Perfekt. Da können Sie auch mitsehen, aber müssen Sie nicht. Wir sind in der Blase. Was Sie sehen, ist die Blasenwand mit den feinen Blutgefäßen. Jetzt gehe ich einmal zurück nach rechts. Kannst du den Computer wieder ausmachen? Ich bin schon fertig. Ja? Okay. Also ich kann große Entwarnung geben. Es ist halt kein Tumor. Jetzt ist schon angesagt und ich komme später ins Patientenzimmer, wenn ich die Ergebnisse habe und mit der Pathologie abgesprochen habe, ja? Weder ein Tumor noch eine harmlose Blasenentzündung. Die Symptome der Fahrlehrerin bleiben ungeklärt. Am Tag darauf steht allerdings fest, sie muss operiert werden. Hallo. Hey. Guten Tag. Sie kennen mich noch nicht, glaube ich, ne? Dr. Börner ist mein Name, der Narkosearzt. Hi, ich bin meine Schwester. Guten Tag. Moin. Guten Tag. Wir haben die Befunde der Blasenspiegelung dabei und wir können totale Entwarnung geben. Es ist kein Krebs, okay? Ach, Gott sei Dank. Es ist eine interstitielle Zystitis, auch IC genannt in Fachkreisen. Die interstitielle Zystitis ist im Gegensatz zu einer normalen Zystitis, also einer normalen Blasenentzündung, nicht bakteriellen Ursprungs. Der Medizin ist es bis heute ein
Rätsel. Es ist nicht vollends geklärt, was es ist. Man kann sie therapieren als chronische Erkrankung, indem man auf die Ernährung achtet, indem man eine Blasenspülung oder eine Blasendehnung in ganz bestimmten Abständen vornimmt. Aber eine komplette Heilung gibt es hier nicht. Also grob, das ist eine chronische Erkrankung. Ne? Ja. Das heißt, per se ist das mal nichts Schlimmes oder so, aber es gibt ganz viele Faktoren, wie man das beeinflussen kann. Das würden wir im Nachhinein dann mal noch genau besprechen oder so. Auch besonders? Es gibt halt eine Sache, die wir dann, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, noch machen würden, dann, dass wir halt die OP. Ja, und wir würden die Blase während einer OP mit Kochsalzlösung sozusagen durchspülen und aufblasen sozusagen. Und das würde für ungefähr 6 Monate Beschwerdeminderung versprechen. Und dann ist das weg, oder? Nee, nicht. Wie gesagt, es ist eine chronische Sache. Man kann das beeinflussen, wie wir schon gesagt haben, durch ganz viele Sachen. Unter anderem auch die OP. Dann haben sie vielleicht für ein paar Monate, ein halbes Jahr, können sie da fast Beschwerdefreiheit erreichen. Weiß man halt nicht. Muss man halt ausprobieren einfach. Ne? Haben Sie viel Stress in letzter Zeit? Ich arbeite halt viel, ne? Was machen deine sie? Kollegen? Ich bin Fahrlehrerin. Ah, okay. Und das ihre Kollegen sind halt nicht so, ich meine, als Fahrlehrerin unter all den Männern sich zu behaupten, das ist natürlich auch ziemlich hart. Na gut, okay. Also da war schon so ein bisschen stressig gewesen. Das kann das halt auch begünstigen, gerade diese chronischen Autoimmunerkrankungen, ne? Dass man, wenn man viel Stress hat oder so. Zwar ist die Erkrankung nicht heilbar, doch der Eingriff könnte dafür sorgen, dass der Harndrang abnimmt. Im OP gesteht die Patientin dann auch endlich, wie es zu dem Autounfall kam. Die Medikamente sind soweit vorbereitet? Ja, alles. Wunderbar. Freders, geht gleich los, ne? Mhm. Wie schaut's aus? Alles gut? Ich habe total Angst. Warum haben Sie Angst? Naja, wenn ich dann wieder pinkeln muss und dann kann ich es nicht einhalten während der OP und dann... Da brauchen Sie manchmal keine Gedanken. Ne? Das ist eine urologische OP, da haben wir wie besprochen, da wird ja durch die Blase, kommt Flüssigkeit rein, da lassen Sie ein bisschen Wasser, aber das ist ja verdünnt. Also das haben wir alle schon mal gesehen. Wir haben schon viel schlimmere Sachen gesehen. Ja, aber dann ist das wie im Auto. Da konnte ich es auch nicht einhalten. Was war da im Auto? Naja, es war Berufsverkehr und ich konnte nirgends anhalten. Ich musste total dringend aufs Klo und dann hatte ich so einen alten Kaffeebecher auf dem Beifahrersitz. Und dann habe ich mich abgeschnallt, um nach diesem Becher zu greifen, weil ich halt nicht anhalten konnte, um auf irgendeine Toilette zu gehen. Und dann habe ich in den Becher gepinkelt und dann bin ich dem anderen hinten drauf gefahren. Ach, so ist der Unfall passiert. Ja. Sie haben Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen grinse, aber... Seien Sie froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Dann müssen Sie auch lachen. So im Nachhinein hört sich doch schon. Okay, also, machen wir Folgendes. Es ist ja nichts Schlimmes passiert. Also dem Unfall zumindest mal. Machen jetzt die OP. Haben Sie gar keine Angst hier mit Wasserlassen oder so. Das haben wir alle schon 1000 Mal gesehen oder so. Ne? Wir fangen jetzt einfach mal an und Sie kriegen auch nichts davon mit. Und seien Sie froh, dass nicht mehr passiert ist bei dieser Kaffeeaktion. Ne? Gerade unkontrolliertes Wasserlassen oder im Allgemeinen alles, was mit Urin zu tun hat, ist natürlich mit einem besonderen Schamgefühl verbunden, sogar teilweise mit Angst. Aber ich denke, hier in dem Fall habe ich es dann doch irgendwie geschafft, so mit ein bisschen gut zureden und ein bisschen Witz das Ganze hier ein bisschen die Angst zu nehmen oder zumindest zum Lachen zu bringen. Ob jetzt die OP was gebracht hat, wird man halt im Verlauf sehen. Denn noch ist nicht sicher, ob der kurze Eingriff die Beschwerden der Fahrlehrerin wirklich lindern konnte. Später am Tag sieht Mike Arendt nach der frisch Operierten. Guten Hallo Abend, ihr Damen. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Wir haben ja schon gesehen. Hallo. Hallo. Hi, guten Abend. Wie geht's? Ja, ich bin sehr erleichtert. Ich habe nicht mehr so viele Schmerzen. Jetzt, seitdem ich aufgewacht bin, war ich auch ganz wenig auf Toilette. Genau, konnte schon mit Begleitung auf Toilette gehen. Das perfekt. Hat geklappt. Perfekt. Die Operation bei Frau Elters ist sehr gut verlaufen. Ich bin sehr zufrieden. Ich verspreche mir eine große Beschwerdeminderung. Sie kann auf jeden Fall ihrem Job weiterhin nachgehen und sollte sich einfach in 6 Monaten noch mal hier vorstellen, dass wir die Therapie wiederholen können. Und wegen den ganzen Männern auf ihre Arbeit lassen sie sich nicht einschüchtern. Machen sie ihr Ding. Und wenn meine Tochter dann auch Fahrstunden braucht, werde ich die auf jeden Fall zu Ihnen schicken. Ja? Sehr gern. Die Patientin konnte am nächsten Tag entlassen werden. Auch wenn die Erkrankung nicht heilbar ist, sind ihre Symptome dank regelmäßiger Blasenspülungen stark zurückgegangen. Sie kann problemlos weiter als Fahrlehrerin arbeiten.